Mit den Füßen streicheln. Ja, der helle Tuliface ist in Salzburg mit Anhang. Na? Na? Alles geschafft? Ja. Sehr schön. Wir gucken mal, wie Salzburg so ist. Der rote Teppich wurde uns leider nicht ausgerollt. Wir laufen mal mitten über das Flugfeld hier. Ist auch lustig. Naja, mal gucken. Hinter uns in die Alpen. Schön, schön. Wir melden uns vom Hotel, ne? Ja. Also klein, aber ist okay. Klein, aber fein. Unser Ausblick ist der beste. Man mag es gar nicht glauben, wie der Ausblick aussieht. Ich zeige das mal. Nee, stimmt. Das ist so der Ausblick gegenüber, das ist der Talente-Check. Geil, da gehe ich auch gleich mal hin und guck mal, ob ich ein Talent bin. Nee, aber der Taxifahrer hat schon gesagt, dass hier das nicht die beste Gegend ist. Was auch immer er damit meinte. Wobei er meinte, es gibt auch eine Watschen. Watschen gibt's. Für eine Bube. Ich finde das Passwort nicht. Fürs $1. Also, solltet ihr mal jemals im Nasserhof sein oder am Nasserhof vorbeigehen in Salzburg, das Passwort, WLAN-Passwort ist $123. Muss ich die Anführungszeichen mit anbieten? Nein, muss man nicht. Ja, herzlich willkommen vor dem Geburtshaus von Mozart, der steht da oben. Und Hidan weiß ja schon, ich habe ja schon mal auf der. Also Anja ist natürlich auch dabei. Hallo Anja. Hi. Ne? Also Anja. Ich sage jetzt uns euer Schatz, ne? Oder Liebste oder Frau. Oder Zicke. Heute bin ich Anja. Hi. Ja, und ich habe auch schon auf der Fahrt zum Paintball, habe ich auch schon gesagt, egal wie Mozart, du bist Mozart, war Mozart, oder? Egal wie zart du bist, Mozart. Naja, ist auch egal. Jedenfalls gucken wir uns hier Salzburg mal an und melden uns dann zwischenzeitlich nochmal aus anderen brenzigen Situationen, in denen ich Anja aus Versehen Zicke nenne. Ne? Jedenfalls wurde Mozart hier geboren, anscheinend. Ja, in diesem wunderschönen Haus, was 10 Euro Eintritt kostet. Ich stehe jetzt hier vom Frauenkloster, ich gebe jetzt hier Anja ab. Ne? Ja. Ja, also das Frauenkloster ist das hier. Da so ein bisschen zu sehen. Naja, aber es ist eine schöne Aussicht hier. Und so. Ja, ja, aber wir sind kaputt. Wir sind kaputt. Sag ihm mal, ey! Nicht? Was? Florian ist betrunken. Ich bin betrunken, ja. Swing a little more next to me. Swing a little more, oh, the Mario. Swing a little more on the. Swing a little more, little more. I've been red years like gelling night. Blown us all to hell. To hell! Not to take a life or hate for life. To listen once again. Cause we find ourselves in the same old mess, singing drunken lullabies. Ja, liebe Zuschauer von Let's Multiplay, das ist die polnische Flagge, die falsch rumhängt, wie man hier sieht und auch nicht so gut sieht. Na, sieht man sie noch? Ja, auf jeden Fall ist es rot und weiß. Anja ist auch schon ein bisschen betrunken da drüben. Du bist betrunken. Ich bin nicht betrunken. Nee? Nein. Bist du nicht betrunken? Florian ist betrunken. Ich bin betrunken, ja. Sehr. Der Let's Multiplay ist betrunken. Ja, auf jeden Fall hängt die Flagge falsch rum, die polnische. Das ist nämlich rot-weiß. Und ich bin auf der anderen Seite weiß-rot. Auf der anderen Seite hängt sie irgendwo in weiß-rot. Fertig, ne? Fertig. Fertig. Fertig, Meister. Ich hab da noch mal einen. Ja, liebe Zuschauer, was das Schlimmste war, das hat keiner ja bestätigen. Also erstmal. Das war ganz schlimm. Also in diesem Shamrock, ne? Das ist so ein Irish Pub, ne? Da wollten die nicht von den Dropkick Murphys einem Shipping auf die Boston spielen. Verstehst du auch nicht, ne? Nein. Nein, die Welt war verhandelt, jetzt Multiplayer nicht in Reihen. kannst auch bestätigen, ne? Ja, auch ein Herr des Multiplayer darf man betrunken sein. Ja, ich glaube, wir wollen rechts. So. Brumm, brumm. Rechts überholen, ne? Aber mach ich auf der Autobahn auch mal so. Immer rechts überholen. Aber wir sind auch nicht auf die Burg hochgefahren, da soll es nämlich, wie teuer soll sein? 11,50 Euro pro Person, um auf die Burg hochzufahren. Wer macht denn sowas? Oder? Die haben wir lieber umgesetzt. Die haben wir lieber in Alkohol umgesetzt. 2 Guinness, bitte. Was haben wir doch für lustige Kurse, Namen? Ach, genau. Wir haben am Flughafen mal eingesehen,
der stand vor uns in der Schlange und dann stand er gerade einen Anruf bekommen und beim Anrufnamen stand Prinzessin. Was? Prinzessin! Der hat wirklich, da hat wirklich jemand angerufen, der Prinzessin heißt. Lustiger Name, ne? Wenn ihr mal in Salzburg sein sollt und asiatisch essen wollt, wie ist der dann noch? Asia Kitchen. Asia Kitchen. Ja, Asia Kitchen war sehr lecker. War extrem lecker, extrem gut. So, liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier im Hotel. Noch, im Hotelzimmer. Ja, Anja ist auch da. Da ist Anja. Ja, nach deinem Auftritt gestern bin ich abgehauen. Ja, nach meinem Auftritt gestern Abend, das war sehr lustig. Oder? Abgebrochen. Ja, Anja den Urlaub abgebrochen. Wir fahren jetzt zum Salzburger Zoo. Ich wollte vorher noch mal zeigen, was hier am Bett los ist. Moment, sieht man das? Moment. Ich kann das Bett quasi mit einem Fuß so, hui, seht ihr das? Hui, so wegschieben. Hui. Ganz easy going. Ganz easy going. Das war schlimm, ne? Ja, das war. War wie Krieg. Ich nenne Anja ab jetzt auch immer Prinzessin. Ne, Prinzessin? Prinzessin. Streicheln. Liebe Zuschauer, wir gehen jetzt ins Affenhaus. Anja will mich da aussetzen. Aber das sind Freilaufende. Das sind freilaufende Affen. Liebe Zuschauer, es gibt hier doch keine Affen. Hier kann ich. Doch einer steht hier neben mir. Das wollte ich auch gerade sagen. Hui. So kann man auch Geld loswerden. Plop, plop. Siehst du, so schnell gehen die los. Wie findest du Flamingos? Schön. Schön rosa. Schön rosa. So was packst du dir zu Hause ins Wohnzimmer hin. Nein, aber wir haben so einen, wie du weißt. Ach ja, stimmt. Ich weiß, dass ich das nicht anstrengend.